Teil 1. Alexander. 1. Sperrgebiet Tschernobyl. 16. Juli 2004, 10.28 Uhr. Und wenn Sie zur linken Seite hinausblicken, sehen Sie die weiten Felder, die diese Gegend zur Kornkammer der Ukraine machen. David Rothe blickte auf die beschlagenen Scheiben des Reisebusses und auf die darüberlaufenden Regentropfen. Sein Vater, der auf dem Platz am Fenster saß, wischte die Scheiben mit dem Ärmel frei und fragte: "Siehst du was?" "Will ich gar nicht." David rutschte tiefer in den Sitz hinein. Aus den Augenwinkeln bemerkte er, dass seine Mutter, die auf der anderen Gegenseite saß, zu ihm schaute. Er ignorierte sie, blickte stattdessen auf die öde, verregnete Landschaft, die draußen vorbeizog. Hin und wieder sah er Traktoren, die Dieselwolken hinter sich herzogen, meistens wirkte das Land jedoch verlassen. Ein paar Reihen vor David hob einer der Touristen die Hand. Wladimir Restow, der Reiseleiter, unterbrach seinen monotonen Vortrag und nickte ihm zu. "Wie weit ist es noch bis Tschernobyl?" David verrollte die Augen, als er die Stimme erkannte. Sie gehörte Michael Hagenbeck, der an einem Gymnasium in Hannover Sozialwissenschaften und Musik unterrichtete. Er bestand darauf, von jedem geduzt zu werden. "Meine Schüler nennen mich ja auch Micha." Und nervte Touristen wie Reiseleitung gleichermaßen mit seinen ständigen Unterbrechungen und Verbesserungen. Aufgrund der struppigen, vom Kopf abstehenden Haare und des unförmigen Norweger Pullovers erinnerte er David an seinen Französischlehrer aus der 9. und 10. Klasse, deswegen er das Fach schließlich abgewählt hatte. "Wir sind noch rund 15 Kilometer entfernt", antwortete der Reiseleiter nach einem kurzen Blick auf die Landschaft. "Ist es so nah nicht viel zu gefährlich, Getreide anzubauen?" Wladimir winkte ab. "Nein, nur innerhalb der Zone ist es gefährlich. Außerhalb kann man alles anbauen und essen. Sie werden selbst sehen, denn heute Abend besuchen wir ein Lokal, das berühmt für sein dunkles Brot ist. Es wird Ihnen garantiert schmecken." Einige Touristen sahen einander zweifelnd an. Sogar Davids Mutter, die ihr Land als geborene Ukrainerin meistens verteidigte, runzelte die Stirn. "Na, super", sagte ein dickbäuchiger, älterer Tourist mit rheinischem Dialekt. "Der Strahlung sind wir mit einem Korb in die Ukraine gefahren. Kommen mit zwei wieder heim." David grinste unwillkürlich. Einige andere Touristen lachten. "Es ist wirklich vollkommen sicher", meldete sich der Reiseleiter von vorne. "Das wurde sogar staatlich überprüft." "Klar", murmelte David. "Dann können wir ja beruhigt sein." Sein Vater stieß ihm leicht den Ellbogen in die Rippen. "Sei nicht so zynisch", flüsterte er scharf. "Wir geben uns wirklich Mühe, aber du ziehst nur alles in den Dreck. Du merkst wohl gar nicht, wie sehr du deine Mutter damit verletzt." "Es war ja nicht meine Idee, hierher zu fahren." David verschränkte die Arme vor der Brust und dachte an seine drei besten Freunde, mit denen er eigentlich in ein Ferienlager nach Südfrankreich gewollt hatte. Wochenlang hatte er versucht, seine Eltern von der Ukraine-Rundreise abzubringen, aber sie waren hart geblieben. "Du musst doch mal deine Wurzeln kennenlernen", hatte seine Mutter immer wieder gesagt. "Schließlich bin ich doch dort geboren, also ist das Land auch ein Teil von dir." Sie schien einfach nicht zu verstehen, dass ihm das Land und seine Wurzeln egal waren. Nicht egal waren ihm hingegen die SMS, die Frank, Sebastian und Torben schickten. "Wassertemperatur 22 Grad. Wollen gleich surfen. Was geht bei dir?" hatte in der letzten gestanden. Er hatte noch nicht darauf geantwortet. Was sollte er auch schreiben? "Regentemperatur 15 Grad. Sitze mit Rentnern und Lehrern in einem Bus. Nichts geht." Nein, da schwieg er lieber und wartete darauf, dass noch irgendetwas Interessantes geschah, damit er zu Schulanfang nicht wie ein völliger Verlierer dastand. Der Bus rumpelte die ständig schlechter werdende Straße entlang. Das letzte Haus lag einige Kilometer zurück, die Felder wurden von ungewidmeten Weizen und kränklich aussehenden Waldstücken abgelöst. Trotz des Regens war das Gras gelb und die wenigen Blätter an den Bäumen wirkten beinahe grau. Auf der rechten und linken Seite sehen Sie jetzt die Warnschilder, die auf den Beginn der Gefahrenzone 1 hinweisen. Die gesamte Bevölkerung wurde nach dem Strahlenunfall evakuiert. Man schätzt, dass dieses Gebiet für die nächsten 8000 Jahre unbewohnbar sein wird. David richtete sich auf und sah aus dem Fenster. Große, an den Rändern von Rost und Witterung zerfressene Schilder wiesen in unterschiedlichen Sprachen darauf hin, dass das Betreten der Zone nur mit einer Sondergenehmigung erlaubt war. Man warnte vor Patrouillen, die diese Genehmigung überprüfen, und drohten mit hohen Geld- und Haftstrafen. Die Ansiedlung, die wir gleich besichtigen werden, wurde hauptsächlich von Wissenschaftlern und anderen Beschäftigten des Kraftwerks bewohnt, fuhr der Reiseleiter fort. Mehrere tausend Menschen lebten hier vor der Katastrophe.
Die Strahlung ist immer noch so hoch, dass ich Sie dringend ersuchen muss, keine Gegenstände, die Sie in der Stadt finden, als Andenken mitzunehmen. Ukraine Tours hat eigene Souvenirs für Sie vorbereitet, die ich Ihnen heute Abend im Hotel überreichen werde. David sah grauen Beton durch die Bäume schimmern. Der Bus bog in eine Seitenstraße ein. Der Asphalt war aufgebrochen, fehlte an vielen Stellen sogar völlig. Die Schlaglöcher waren so tief, dass die Touristen durchgeschüttelt wurden, aber niemand beschwerte sich. Eine seltsame Spannung lag auf einmal in der Luft. Sogar Micha starrte schweigend nach draußen. Ein Einkaufszentrum tauchte wie aus dem Nichts neben der Straße auf. Einkaufsparadies stand in roten, kyrillischen Buchstaben auf einem Schild über dem Eingang. Einkaufswagen warteten in langen Reihen an einer Seite. Der Parkplatz war bis auf einen kalten Kastenbus, dessen Reifen längst die Luft verloren hatten, leergefegt. Die Scheiben des Busses waren staubbedeckt, die Beifahrertür stand offen. David fragte sich, was mit den Insassen geschehen war. Wladimir legte das Mikrofon zur Seite und wollte den Anblick wohl für sich sprechen lassen. Neben dem Einkaufszentrum lag eine Tankstelle. Efeu überwucherte die Schilder, auf denen früher die Benzinpreise gestanden hatten. In den Türen und Fenstern fehlte das Glas. Die ersten Wohnhäuser tauchten auf, größtenteils vierstöckige und rechteckige Plattenbauten mit Balkonen, die nicht größer als Särge wirkten. David sah Vogelnester zwischen den Betonplatten und Unkraut, das die Ritzen grün färbte. Auf einem Balkon wuchs sogar ein Baum. Der Bus stoppte vor dem ehemaligen Rathaus und öffnete die Türen. Nacheinander stiegen die Touristen aus. Einige zogen Digitalkameras heraus, doch die meisten blieben einfach nur neben dem Bus stehen und sahen sich um. Sie wirkten ein wenig verloren. Wir nennen diesen Ort die Stille Stadt, sagte Wladimir, als auch er dem Bus entstieg. David wünschte, die Touristen hätten sich, so wie er, auf diese Stille konzentriert. Stattdessen umringten sie den Reiseleiter mit ihren Fragen, als spende ihnen seine Nähe Sicherheit. David sah seine Eltern zwischen den Schirmen und Jack Wolfskin-Jacken der anderen verschwinden. Seine Mutter drehte sich noch einmal um. Er dachte, sie würde ihn rufen, aber sie sah ihn nur mit undeutbarer Miene an, dann wandte sie sich ab. David ließ die Touristen und ihre Unterhaltungen hinter sich und bog in eine breite Straße ein, die neben dem Rathaus einmündete. Eine Fußgängerampel starrte ihm erloschen entgegen. Im ersten Moment wäre er beinahe stehen geblieben, dann schüttelte er über sich selbst den Kopf und überquerte die Straße. Schon nach wenigen Metern schluckten Beton und Stahl die Geräusche der Touristen. Keine 20 Jahre waren vergangen, doch die Natur hatte bereits einen Teil der verlassenen Stadt zurückerobert. Gras und Blumen wuchsen zwischen aufgeplatztem Asphalt, Kletterpflanzen krochen an Mauern empor. David sah ein Wespennest vor dem Fenster einer Arztpraxis und einen Standkasten voller Sträucher, die riesige violette Beeren trugen. Auf der Wippe daneben lag ein halb verwestes Tier. Es war zu groß für ein Kaninchen, aber zu klein für einen Hund. David zog sein Handy aus der Jackentasche und machte ein paar Fotos. Sowas sieht man in Südfrankreich nicht, dachte er. Der kleine Spielplatz endete in einer Front aus zersprungenem schwarzen Glas und grauem Beton. Nikita Chruschtschow Oberschule stand auf einer großen Tafel neben zwei offen stehenden Türen. David ging auf den Eingang zu. Sand und Kieselsteine knirschten unter seinen Sohlen. Hinter den Türen befand sich ein langer Gang, der im Halbdunkel lag. Herabgefallene Betonstücke bedeckten den Boden. Irgendwo quiekte eine Ratte. Vorsichtig stieg David über den Schutt hinweg und betrat den Korridor. Es roch muffig und irgendwie süßlich. Gerahmte Fotos hingen an den Wänden. Unter der Staubschicht erkannte David ernst blickende Kinder in Schuluniform und noch ernstere Erwachsene, die wie Gefängniswärter neben ihnen standen. Tageslicht fiel durch eine geöffnete Tür in den Flur. David blieb davor stehen und sah in einen Raum, in dem Holztische in 8 geraden Reihen standen. Sie waren voller Staub. Einige Stühle lagen umgeworfen am Boden, neben einem lehnte noch eine geöffnete Schultasche. Die obere, vergilbte Hälfte eines Mathematikbuchs ragte heraus. David fotografierte es. Dann wandte er sich dem Lehrerpult zu, das auf einem kleinen Podest an der linken Seite des Raums thronte und den Tischen zugewandt war. Dahinter hing eine typische dunkelgraue Schultafel. Jemand hatte Kreise und Rechtecke darauf gemalt. Wilde, sinnlos angeordnete geometrische Formen, die ineinander und übereinander liefen und immer wieder verwischt worden waren, so als sei der Urheber nicht zufrieden mit seinem Werk gewesen. Die Zeichnungen leuchteten weiß auf der verstaubten Tafel. Die Kreide war frisch.
Wer auch immer das gemalt hatte, musste vor kurzem hier gewesen sein. Davids Mund wurde trocken. Nervös sah er sich um. Vielleicht hatte sich jemand aus der letzten Touristengruppe einen Scherz erlaubt, dachte er, verwarf aber den Gedanken sofort wieder. Die Formen wirkten nicht wie das Werk eines gelangweilten Touristen. Etwas in ihnen war seltsam, fast schon beunruhigend. Davids Handy klingelte. Er zuckte zusammen. Auf dem Display war keine Nummer zu sehen, nur der Schriftzug unbekannter Anrufer. David drückte die Annahmetaste. Hallo? Fragte er. Rauschen. Hallo? Irgendwo in einer knisternden Geräuschflut hörte er eine Stimme, so weit entfernt, dass er nicht einmal sagen konnte, ob sie männlich oder weiblich war. Sie sagten Worte, die er nicht verstand und die wie mit spitzen Fingernägeln über sein Gehirn kratzten. Sein Blick glitt zurück zur Schultafel und plötzlich begriff er mit völliger Klarheit, dass die Stimme und die Form dort ein und dasselbe waren. Er ließ das Telefon sinken. Die Stimme redete weiter, wurde lauter, eindringlicher. David machte einen Schritt vorwärts, doch sein Körper sträubte sich. Er streckte die Hand nach der Tafel aus. Seine Fingerspitzen berührten die Kreide, die wie Milch über seine Hand floss. Ein Schmerz stach in seinem Kopf. Er stand auf dem Spielplatz. Vor ihm wippte ein verwestes Tier, das vielleicht ein Kaninchen, vielleicht aber auch ein Hund war, auf und ab. Er selbst saß ein Stück weit entfernt auf der Straße und aß violette Beeren. Die Stimme in seinem Kopf kreischte. Er konnte nichts anderes mehr tun, als ihr zuzuhören. Sie fraß sich in seine Gedanken, bis da nichts mehr war außer Schwärze. Und alles wurde still.